Herzlich willkommen wieder zu unserem Streitgespräch Brinkmann und Asmuth. Wir beide, das ist Gerion Asmuth von der Taz und Peter Brinkmann von TV Berlin, versuchen einen Gast so in die Enge zu nehmen, dass man merkt, dass wir beide uns nicht vertragen im politischen Sinne, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Und unser Gast heute heißt Jan Stöß, herzlich willkommen, Landeschef der Berliner SPD. Und warum spreche ich das so langsam? Weil ich manchmal den Eindruck habe, die SPD in Berlin schläft so ein bisschen ein, obwohl der Wahlkampf schon... Herr Brinkmann, muss ich gleich zwischengehen. Also SPD, man hört gerade doch sehr viel. Es ist Mietenpolitik, was endlich toll ist. Es ist Flughafen, was nicht so toll ist. Und Sie haben Klaus Wowereit, auch ein bisschen in der Krise. Und auf allen Sendern Peer Steinbrück. Also der Wahlkampf läuft. Da haben Sie drei Punkte, die eigentlich also gegen die SPD Klaus sprechen. Wowereit, jetzt kommt der Gast. Peer Steinbrück sind jedenfalls auch toll. Und also ich weiß auch nicht, wie Sie darauf kommen, dass man von der SPD wenig hört. Im Gegenteil, wir sind doch diejenigen, die hier in der Stadt die Themen setzen. Mieten ist angesprochen worden, da haben wir ja nun die Initiative ergriffen. Hat aber lange gedauert. Auch im Bundestagswahlkampf ganz klar nach vorne stellen. Mhm. Wir reden über Rekommunalisierung. Das sind die großen Themen, um die wir uns jetzt kümmern. Also bleibt die erste Miete stabil, finde ich als junge Familie eine Wohnung, wenn ich die brauche, zu bezahlbaren Preisen. Und wie kriegen wir die zweite Miete stabilisiert? Und da unternehmen wir ja was bei Wasser und auch bei Strom, um da dazu beizutragen, dass man sich das Wohnen in der Stadt noch leisten kann. Die Frage ist ja gut, wie finde ich als arme Familie eine billige Wohnung und so weiter? Wie ist denn die Antwort? Dazu brauchen wir erstmal eine ganz klare Mietenbremse. Die hat ja jetzt sogar Frau Merkel von uns geklaut. Ich glaube, dass die Idee auch richtig ist, dass wir endlich bei Neuvermietungen auch eine Begrenzung brauchen. Das ist ja das Problem. Sie haben, wenn Sie lange in Ihrer Wohnung sind und einen alten Mietvertrag haben, dann gilt der Mietspiegel. Der begrenzt in Berlin immer noch wirksam eigentlich allzu hohe Mieterhöhungen. So. Das Problem kriegen Sie ja, wenn Sie eine neue Wohnung suchen. Wenn Sie nach Berlin ziehen, wenn Sie als junge Familie eben zum Beispiel das erste Kind kommt oder das zweite, brauchen Sie eine größere Wohnung. Hat die SPD das und Problem tatsächlich begriffen inzwischen? Und dann brauchen wir da eine klare rechtliche Begrenzung. Und in Berlin ist die SPD die Partei, die das oben auf die Agenda gesetzt hat. Und endlich übrigens auch im Bund. Da haben wir lange genug drauf gewartet. Warum haben Sie das eigentlich nicht schon in den letzten 10 Jahren gemacht? Also diese Mietenpolitik ist gefühlt seit 5 Jahren mindestens ein Thema in den Medien hier in Berlin, und es gab eine rot-rote Regierung früher, und da gab es eine Linkspartei, die dann immer in der Koalition ein bisschen gesagt, ja, wir müssen mal was machen, und die SPD hat immer nur gesagt, nö, alles kein Problem, wir haben genug Wohnungen, ich glaube, da müssen wir nichts machen. Also ich glaube, auch da täuscht sie ihr Eindruck ein bisschen, das stimmt schon, wir haben gewissen Anlauf gebraucht, aber jetzt in dieser Legislaturperiode ist das wirklich das große Thema. Erstens Begrenzung von Mietsteigerungen und zweitens endlich wieder Wohnungen zu bauen. Das ist ja das große, große Thema in unserer Stadt, dass wir wachsen um 40.000 Menschen pro Jahr. Ja, aber Sie haben es richtig gesagt. Die Kanzlerin und da hat muss ich eben auch neue Wohnungen bauen. Ja, richtig. Aber Sie haben es gesagt, die Kanzlerin hat Ihnen das Thema geklaut. Warum? Ich sage, ich habe den Eindruck, das ist so schläfrig. Also ich darf mich mal rühmen. Ich habe in dieser Sendung und auf diesem Kanal bestimmt die letzten 2 Jahre in jeder politischen Sendung gesagt, das Mietenthema wird das Thema im Bundestagswahlkampf sein. Mhm. Haben alle gelacht, einschließlich der SPD-Kollegen. So, und die Frage, die uns doch umtreibt, ist, wenn ich mir am Wochenende in Vorbereitung auf diese Sendung den Immobilienteil des Tagesspiegels oder der Morgenpost angucke und ich sehe, dass bei der Neuvermietung 10 Euro selbst für eine 30 Quadratmeter Wohnung verlangt werden. Ja, je kleiner die Wohnung ist, desto teurer. Das ist aber bei den anderen auch 10 Euro, egal in welchem Bezirk. Dann frage ich mich doch, warum sagt die SPD nicht, nein, das müssen wir sofort stoppen. Also, da müssen Sie mal Zeitung lesen. Wir sind die Einzigen, die sich darum kümmern. Wir laden Sie ein, da können Sie es besser erzählen. Genau, deshalb erkläre ich Ihnen das heute mal. Also, es ist ein großer Glücksfall, dass wir mit Peer Steinbrück endlich jemanden haben, der dieses Thema auf Bundesebene auch besetzt. Wann hat denn Mieten im Bundestagswahlkampf zum letzten Mal eine Rolle gespielt? Das ist Jahrzehnte her. Ja, leider. So. Schade. Warum hat die SPD das Thema verschlafen? Jetzt hat Steinbrück ganz klare Vorschläge gemacht und hat gesagt, wir brauchen diese Mietpreisbremse und wir müssen mit einer anderen Schweinerei aufhören und aufräumen. Nämlich, dass es immer noch so ist, dass diese Maklergebühren, die faktisch doch gar nicht anfallen, ja, die immer nur auf Seiten des Vermieters mit im Boot sitzen, dass man hat eigentlich den Mietvertrag schon in trockenen Tüchern und dann sagt der Vermieter, übrigens, wir nehmen noch mal 1.500 oder 2.000 oder 2.500 Euro Maklercottage oben. Das waren mal Vorschläge auf SPD-Parteitagen in den 60ern. Ja, also es wird jetzt jedenfalls dringend umgesetzt.
Ich verstehe ja, dass Sie sagen, es kommt immer nur auf die SPD an, aber wir sind nun mal die, die dieses Thema jetzt prominent besetzt haben. Es kommt vor allem darauf an, wie die SPD sich verhält. Ich habe den Eindruck aus der Berliner Landespolitik, sie braucht offensichtlich einen rechten Koalitionspartner, um endlich mal wieder linke Politik zu machen. Also der Eindruck ist ja nicht ganz falsch, dass wir es jetzt schaffen. Manche sagen ja, wir machen jetzt eine linkere Politik mit der CDU. Würde ich vollkommen zustimmen. Rot-Rot. Insofern sind ja auch manche Befürchtungen, die sich damit verbunden haben, unbegründet gewesen. Ja, das stimmt. Bei der Mietenpolitik und bei der Frage Rekommunalisierung haben wir jetzt eine ganz klare Linie. Aber ich sage es nochmal, es kommt bei der Bundestagswahl wirklich darauf an, dass die SPD, dass wir mit Rot-Grün Politikwechsel hinbekommen. Frau Merkel hat jetzt lauter Versprechungen gemacht, konnte man ja lesen. Kommen wir gleich nochmal zurück. Lass uns nochmal einen Satz ohne SPD-Wahlsieg wird es keine Lösung bei der Mietenfrage geben. Ja, und noch besser wäre es, die SPD würde gewinnen, dann können Sie das ganz durchsetzen. Ob das allerdings, und das ist dann meine nächste Frage, mit dem schon so gelobten Ihrem Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück gelingt, der die SPD gerade auf 22 Punkte gedrückt hat, da wird mir doch etwas schlecht. Also, wie gesagt, der Wahlkampf hat noch gar nicht richtig angefangen. Das sagen Sie seit Monaten. Ja, das stimmt ja auch. Ja, der Wahlkampf hat noch gar nicht richtig angefangen. Wir sind jetzt in der 100-Tage-Phase. Es ist immer so, dass die Leute sich immer später eigentlich damit beschäftigen, zu sagen, wen wähle ich jetzt eigentlich? Ach so, jetzt ist Wahl. Ich glaube, dass das richtig Fahrt aufnehmen wird, wenn die Leute aus den Sommerferien zurückkommen und sich dann Gedanken machen, wie soll es in unserem Land eigentlich weitergehen? Und da werden sie sich die konkrete Frage stellen, geht es in unserem Land eigentlich gerecht zu? Und da sagen ihnen über 70% nein. Und wenn Sie fragen, brauchen wir endlich einen Mindestlohn? Brauchen wir eine Rente, von der man im Alter leben kann? Brauchen wir klare Spielregeln bei der Miete? Ja, das Schlimme dann ist sagen ja, Ihnen die Menschen, wenn Sie sie danach fragen, ja, das sind die Vorschläge der SPD richtig. Das Schlimme ist, das steht ja in allen Parteiprogrammen. Soziale Gerechtigkeit will die CDU. Bei der CDU steht das nicht so, bei der FDP werden Sie das erst recht nicht finden. Aber die Frage, die sich daraus anschließt, ist dann, wo finden Sie denn die Mehrheit dafür? Also es gibt ja ein paar Parteien, die, sagen wir jetzt mal, Mindestlohn dick drinstehen haben. Bei Ihnen ist 8,50 Euro, bei der Linkspartei ist 10 Euro. Dann gibt es die Grünen noch. Zusammen könnte es mit etwas Glück reichen. Aber nur mit Zusammenhalt also, mit den Linken, mit oder? Den Linken. Wir kämpfen für einen rot-grünen Wahlerfolg Klar. bei der Bundestagswahl. Sieht aber nicht gut aus. Und ich sage es nochmal, da verunsichern uns die Umfragen nicht besonders. Bei den Themen gibt es eine ganz klare Übereinstimmung mit dem Programm der SPD. Und das werden wir auch nach vorne stellen. Deshalb mache ich mir auch gar keine Sorgen. Deshalb brauchen wir jetzt auch keine Koalitionsfarbspielereien zu betreiben. Sie brauchen das nicht, aber ich ist jedenfalls, dass Schwarz-Gelb auch keine Mehrheit mehr hat in den Umfragen und dass wir darauf auch Wert legen werden, zu sagen, was hat diese Regierung eigentlich in den letzten 4 Jahren zustande gebracht. Freut mich ja. Und da fällt einem nicht allzu viel ein. Als linksdenkender Mensch, aber Sie als linksdenkender Politiker, der sich dezidiert zum linken Flügel der SPD rechnet. Und Linkshandelnder. Und Linkshandelnder, auch gerne. Was würde Ihnen Dankeschön. Eigentlich besser gefallen in einer Bundesregierung? Tatsächlich eine SPD, die mit einer Koalition koaliert, weil sie dann ähnlich wie in Berlin endlich mal linke Politik innerhalb einer Koalition machen kann? Oder ein rechnerisch mögliches rot-rot-grünes Bündnis? Also ich bin eigentlich Anhänger einer ganz klaren Aussage. Entweder wir führen die Regierung oder wir führen die Opposition. Dazwischen gibt es nichts. Und deshalb stellt sich auch für mich die Frage nach einer Regierungsbeteiligung in einer großen Koalition als kleiner Partner auf Bundesebene nicht. Also unter einer Kanzlerin Merkel keine Beteiligung der SPD. So ist es. Wäre Ihr Wunsch. Genau. Und wie realistisch ist das? Peer Steinbrück hat das auch bereits sehr eindeutig für sich selbst ausgeschlossen. Und das finde ich auch gut, dass wir da eine ganz klare Alternative haben. Weil es wird ja immer wieder behauptet, es gibt keine Unterschiede. Und Frau Merkel arbeitet ja auch ganz engagiert daran, diesen Eindruck zu erwecken. Ja, klaut der SPD die schönsten Themen. Wir könnten wahrscheinlich die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien vorschlagen. Frau Merkel sagt, ja, irgendwie haben Sie ja recht. Also es ist überhaupt nicht mehr erkennbar, wofür eigentlich Sie muss doch nur Ihr Ahlener Programm von 47 dafür rausholen. Ja, das haben wir doch schon mal beschlossen. Das kennen nur noch Sie, vielleicht. Genau, das hat die CDU erfunden. Aber also es ist diesmal eindeutig. Es gibt klare politische Unterschiede. Soll es bei Schwarz-Gelb bleiben? Dann bedeutet das, dass weiterhin nichts passiert, dass es weiterhin ungerecht zugeht, dass weiterhin diejenigen, die besonders dafür verantwortlich sind, dass wir in dieser Finanz- und Wirtschaftskrise stecken, dass die weiterhin nicht zur Finanzierung der Folgen herangezogen werden, dass wir weiterhin eine Erosion bei der Finanzierung unserer staatlichen Aufgaben haben, dass so ein Unsinn wie dieses Betreuungsgeld tatsächlich eingeführt wird, was so schädlich ist, gerade für uns hier in Berlin.
Das ist ja doch ein Punkt, wo man wirklich sehen kann, dass es einfach ein anderes Gesellschaftsbild ist, das dahinter steht. In Berlin sind wir doch eigentlich noch relativ komfortabel mit Kitas etc. ausgestattet im Vergleich zu anderen Ländern. Wir sind in Berlin natürlich davon besonders betroffen, wenn gerade die Familien, die besonders auf frühkindliche Förderung angewiesen werden, auf Sprachförderung, wenn die als erste ihre Kinder dann aus der Kita abmelden, um dieses sogenannte Betreuungsgeld, diese Fernhalteprämie zu kassieren. Mhm. Da haben wir ja gesehen, in Norwegen hat das auch schon mal eine bürgerliche Regierung probiert. Genau das ist passiert, gerade die Familien, die auf die frühkindliche Förderung in der Kita ganz besonders angewiesen werden, die holen ihre Kinder raus. Und das ist gesellschaftspolitisch eine Katastrophe und das Gegenteil von dem, was passiert. Weil wir hier so einen hohen Migrantenanteil haben oder weil wir so einen hohen Anteil an, sagen wir mal, bildungsmäßig nicht so gut gestellten Menschen haben? Ja, es ist doch klar. Also wenn gerade da, wo wir unsere Bemühungen jetzt gerade intensivieren, mit einem ganz ehrgeizigen Kita-Ausbauprogramm, mit der Förderung der Brennpunktschulen, wenn da jetzt das Signal kommt zu sagen, wenn ihr all unsere Förderung gar nicht in Anspruch nehmt, sondern ein bisschen Geld mitnehmt, dann habt ihr sogar noch was davon. Das ist ganz fatal. Politisches Ziel verfehlt dann in diesem Falle. Mütterrente ist ein anderes Stichwort. Mal sagt der Parteichef ja und der Kanzlerkandidat sagt nein oder umgekehrt. Ich kann das gar nicht mehr auseinanderhalten, wer da ja und nein sagt. Also das ist ehrlich gesagt besonders verlogen, was die CDU und die CSU da jetzt vormachen. Also bei dem Rentenkonzept, was von der Union jetzt vorgelegt worden ist, das ist zum Teil schon zynisch. Da gibt es diese sogenannte Lebensleistungsrente, die dann am Ende 10, 15 Euro über der Grundsicherung liegt. Und das kann es doch nicht sein. Wenn ich ein Leben lang eingezahlt habe in die Rentenkasse, dann kann ich doch nicht am Ende darauf vertröstet werden, zu sagen, du bekommst genauso viel wie jemand, faktisch genauso viel wie jemand, der in seinem ganzen Leben lang überhaupt nichts eingezahlt hat. Das ist ungerecht und das ist auch zu wenig. Und darauf gibt nur die SPD eine klare Antwort mit der Mindestrente, der Solidarrente von 850 Euro. Und vor allen Dingen setzen wir uns dafür ein, dass wir endlich, 22 Jahre nach der Wiedervereinigung, endlich gleiche Spielregeln in Ost und West einführen. Da brauchen wir endlich eine Perspektive bei der Rente. Gut, und darüber werden wir nach der Pause weiterreden. Und der Asmut hat dann sofort das Wort. Ja, unser Gast heute ist Jan Stöß, Landeschef der Berliner SPD, Gerion Asmut von der Taz. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Versuchen, ihn in die Zange zu nehmen. Und ich glaube, das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen. Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß und haben gelernt, worum es in dem Wahlkampf geht. Bleiben Sie dran, nach der Pause geht's weiter.